Herr Gräuschen, wir hatten dir in Fried von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Frage lesen, Johannes Kapitel 16, 16-22, wo das so sein wird. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und wiederum über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seine Jünger unter den anderen, was ist das, was er zu uns sagt? Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und wiederum über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, und denn ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was ist das, was er sagt, über ein kleines, wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, darüber befragt ihr euch unter den anderen, dass ich gesagt habe, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und wiederum über ein kleines, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Kriegt die Geneve tief von diesem Falsch, es nicht ganz sicher, was hier gesagt ist, oder was der Herr Jesus hier gemeint hat. Dort in den 3 Tagen weichgehen wurden, dann sie eine Auferstehung, dann wurde eine Entree kommen. Damit kann auch gemeint sein, dass Jesus nur sie vorher in den Himmel treten wurde, und dann noch eine kleine Tiet, eine Entree kommen würde, wann er würde wahrer kommen. Da konnte er auch bedienen, dass er nur eine Karte tiet, nicht würde Meier mit ihren körperlichen Ehen sein, doch dort sind nur am sie kommen von der Heiligen Jesus, nur Pfingsten im Glauben, ob eine Art und Weise wahrer sein würde können, so aus der Fährherr dort nicht haben könnt. Die Jünger wären allmal im Bett zu derchen unter. Der Grund dafür wir dass der Herr in Verstehen gesagt hat, ich gehe vor, und die wollen mir nicht mehr säunen. Nur seht ihr bloß eine kleine Tiet, und die säunen mir nicht. Und dann war er noch eine kleine Tiet, dann wollen mir säunen. Sie können diese Utsei mit dem anderen nicht taub drehen. Und sie freuen sich unter dem anderen nur die Bedienung von dieser Wirt. Und ganz klar habe ich das Pfad von der auch genau gekriegt, so diese Frau. Wie weiß ich nicht, ob diese 3 Tage zwischen seinem Tod oder seiner Auferstehung oder ob diese 40 Tage vor Pfingsten oder ob der Meier aus 2000 Jahren auch für seine Wahrerkunft handeln wird. Wie es der Herr Jesus Gott ist, können wir die Gedanken von den Jüngern lesen. Da ist seine Frau oben Bord, dort er ihre derchen Onder in jeder Beziehung erkannt hat. Er antwortet nicht direkt auf ihre Frau, sondern gab nach meiner Information über diese Karte Tiet. Die Welt wird sich freuen, weil er es gelungen wird, dem Herrn Jesus zu kriechen. Aber die Jünger, die würden heilen in der Weide, wo sie klauen. Doch das würde nicht lang dauern, dann würde ihre Traurigkeit, die würde der Freiheit verwandelt werden. Und das passiert auch, zuerst bei der Auferstehung und dann durch der Kummer von dem Jesus. In einem Tag wird es für die Jünger, für alle Gläubigen, wird diese Traurigkeit in Freude verwandelt worden, wenn der Herr Jesus wird wahrer kommen. Nicht, als hier so bemerkenswert, wenn er hier sagt, womit eine Mutter hier verglichen wird, die ihre Bedrängnis fortzuführen, der nur dort der Kind geboren ist. Und so wird er auch bei den Jüngern sein. Die Traurigkeit, der aufgrund von dieser Abwesenheit, wo der Herr nicht durch wird, was die Jünger durchgehen mussten, da würde für jeden seine so abbestehen, wenn sie Jesus immer wahrer seinen würden. In wahrer Macht wird auch teilgeben, dass wir nicht weiter, aber wovon der Tiet, sagt der Wirt von dem Herrn Jesus hier handeln dann. Ich will nicht wahrer sein, sehr hell. Und das bezieht sich auf seine Auferstehung, auf die Sendung von dem Heiligen Jesus oder wirklich auf seine wahre Kunft, wenn er kommen wird. In alle 3 Städten sagt uns das Ergebnis davon als Fred. Eine Fred, der uns niemals mehr wernehmen kann. Und dort ist hier auch der Hauptgedanke. Der Herr Jesus sagt, für eine kurze Zeit, dann komme ich wahrer. Wie weit denn von der, du sind all eine lange Zeit vergangen, viele Jahre, aber das bleibt fast. Der Herr Jesus kommt. Und das wird nicht mehr lang dauern, da wird er wirklich kommen. Und dann wird diese Fred für alle Gläubigen, die wird dann in der Vollkommenheit werden. All die Weide, all die Lieden,
der wird sich dann verwandeln in den Fried, und wir dürfen für immer glücklich sein. Dafür werden wir unserem Herrn Dankeschön sein. Weil wir noch beten, lieber Herr Jesus, danke für die Erlösung, die wir haben in dir. Danke, dass du wirst wahrer kommen und du wirst alle Gläubigen nur dir nehmen. Danke, dass in der Zeit, da wo wir verwandelt waren, alle Trühe, alle schwere Tiden, die waren sich verwandeln in eine Freude, die nie mehr abhören wird. Danke dafür, Herr Jesus. Wir warten auf dich, was du kommst. Halb uns, dass wir treu bleiben und dass wir mit Freude begegnen können. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.